Zuletzt bei Mario und Luigi Dream Team Bros. Wir konnten zwar Kamek aus dem Weg räumen, aber der Weg zu Antasma und Bowser ist nochmal blockiert. Antasma hat drei riesige Traumfeuerportale erschaffen, welche uns den Weg zum Final Boss Fight versperren. Um dieses Feuer zu besiegen, müssen wir noch drei Traumzonen bereisen und dort den Ursprung des Feuers erledigen. Dann kommen wir zum Final Boss. Zwei Traumfeuer konnten wir bereits schließen. Einen angenehmen guten Tag, meine lieben Freunde. Willkommen zurück bei Mario und Luigi Dream Team Bros. Ich weiß nicht, ob heute der Final Boss kommt. Es kann sein. Ich bin nochmal in den unteren rechten Raum gegangen, bei welchem wir letztes Mal schon waren, wo wir uns den Weg zu den ersten zwei Traumfeuern gebahnt haben. Aber wir waren hier noch nie im südlichen Teil. Und hier sind einfach nochmal zwei Bohnen und auch nochmal ein Bereich hier rechts, wo ich noch gar nicht genau sehen kann, was da abgeht. Da habe ich mich einfach nur mal so spaßhalber nochmal umgeguckt, weil ich einfach wissen wollte, ob da noch was ist. Und da war halt einfach noch was. Und jetzt habe ich doch, oh shit, jetzt habe ich doch noch ein sehr gutes Gefühl, dass wir es vielleicht hinkriegen, alle Bohnen zu erwischen. So. Das Gute mit diesem Ball ist, dass man immer auf der Stelle hüpfen kann. Das heißt, man kann hier wirklich, sag ich mal, sehr entspannt seine Sprünge timen, ohne irgendwie groß Stress zu haben. Und hier drüben sind nochmal zwei Items. Ein Angriffsschall plus. Okay, da gucke ich gleich mal, was der ist. So, die Münzen nehmen wir uns auch noch mit. Was macht Angriffsschale Plus? Trage ich selber schon den Plus? Ich trage ja, glaube ich, Angriffsschale. Aber trage ich den Plus? Nein, ich trage nicht den Plus. Holy shit. Marius Angriff steigt einfach um 30%. Sick! Krass! Richtig krass. Pilzschnittstuhl setzt automatisch einen Pilz ein, wenn deine KP niedrig werden. Nee, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Was habe ich bei den Schuhen noch? Finsterstiefel. Du erleidest beim Angriff Schaden. Ah, okay. Das ist so quasi, du verlierst da Schaden, aber kriegst einen übelsten Angriffsboost. Nee, alles gut. Alles gut. Ich bin aber Angriffsschall plus, das boostet nochmal unseren Angriff um 10%. Holy shit, Mann, was geht ab? Wenn ich jetzt nur noch meinen Ordeneffekt hätte, ne? Ich bin mir irgendwie, ich hab ein böses Gefühl, dass ich ohne Orden den Final Bosskampf machen werde. Und da habe ich irgendwie nicht so viel Lust zu. Okay, ich sollte mich hier vielleicht nochmal richtig ausrichten. So. Hier mal auf der Stelle hüpfen. Wir hatten das gerade, man kann auf der Stelle hüpfen, dann sollten wir das auch für uns nutzen. Oh, genau. Und bam. Damit hätten wir das auch erledigt. Dann gehe ich jetzt wieder zurück, denn von dort aus kommen wir dann zum letzten Traumfeuer. Zwei konnten wir halt schon schließen, ne? Heute folgt das dritte und dann werden wir Bowser und Tasma herausfordern. Insofern nichts mehr dazwischen kommt. Aber das kann ich natürlich nicht wissen. Ich glaube, ich habe 15 von 18 Bohnen. Das gucke ich jetzt nochmal nach. 17 von 18 schon. Holy shit. Okay. Und es kommt, glaube ich, noch ein Raum, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass da noch eine Bohne ist. Eventuell kriegen wir heute auch das Collectible der Bohnen zu 100% abgeschlossen. Das wäre ultra cool. Weil dann haben wir wirklich, dann sind wir einfach, ja, ich bin irgendwie so stolz darauf. Ja, ich kann wirklich stolz sagen, wie wir hier uns gemeinsam einen Weg durch dieses Spiel gebahnt haben. Was das Sammeln der 100% angeht, was das Pacing angeht, so wir hatten nie zu viele Parts, wo wir irgendwie nur eine Sache machen. Wir haben regelmäßig unsere Collectibles eingesammelt. Ich bin echt happy. So, ich finde das echt eine stabile Sache. Da drüben war ich schon, glaube ich. Ich gucke trotzdem nochmal nach. Ja, hier war ich schon, okay. Ja, dann bleibt uns nur noch der Weg nach links oben. Und das ist genau der Weg, den wir brauchen. So, hier mache ich dasselbe wieder. Einfach außen rumfliegen. Ich weiß nicht, ob das der gewollte Weg ist, aber er funktioniert. Und hier muss ich, glaube ich, einfach nochmal den hier machen, ne? Zack. Genau, weil wir damit einfach richtig fix sind. Das sollte mich jetzt nämlich nochmal in so einen Außenbereich führen. Genau, und hier hoffe ich jetzt einfach mal ganz stark, dass ich jetzt hier eben die letzte Bohne finde. Weil quasi im gespiegelten Bereich des Schlosses war da nämlich eben auch schon eine Bohne. Und daher habe ich hier ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass es heute soweit ist, dass wir auch die Bohnen zu 100% haben. Und da haben wir blind wirklich viele gefunden. Klar, ich glaube, fünf oder sechs mussten wir nachholen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber was Bohnen angeht, waren wir wirklich sehr, sehr zuverlässig über das ganze Spiel hinweg. Und das als Blindspieler. Da bin ich, da, doch, nee, wie gesagt.
Ich kann wirklich zusammenfassend sagen, ich bin echt happy, wie gut, gründlich und auch irgendwie angenehm, hoffe ich, vom Zuschauen, wie durch das Game gekommen sind. Klar, jetzt am Ende hier, das ist einfach nur noch Bomben-Derby-Geballer, weil ich die halt einfach alle wegzünden will, weil ich einfach unten auch noch meine Ordenleiste füllen will und ich das ganze Spiel schon jeden Gegner erledigt habe, der mir in den Weg kam, und dann will ich das auch hier machen. Ich glaube, wenn es auch im Pokémon möglich wäre, jedes Pokémon zu besiegen, was natürlich nicht möglich ist, würde ich das da auch machen. So, das ist einfach der 100%-Jäger in mir. So, ich will es einfach vollständig haben. So, man lässt hier nichts unvollständig. Mann, irgendwo eine Bohne noch. Die gönnen mir nicht die letzte Bohne. Die gönnen mir hier nicht die letzte Bohne. Oder doch, hoffentlich hier oben. Please. Gönnt. Nein, sie gönnen nicht. Habe ich jetzt wirklich irgendwo eine Bohne verpasst? No way. No way. Wollt ihr mich verarschen? Ich fühle mich richtig mies. Ich fühle mich legit. Nein, da war ich da. Habt ihr es gesehen? Da war auch nochmal so ein Feld. Please. Aber ich habe da kein X gesehen. Ja. Wir haben alle Bohnen des Spiels. Geil. Geil, 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 geil. Anders kann ich das nicht beschreiben. Zu read. Anders kann man das nicht sagen. Let's go, der Hase. Putz! Lol, wir haben den hinteren Shy Guy und den vorderen Kettenhund erledigt. Wie haben wir das denn gemacht? Der Herrscher, der hat getroffen. Der hat auch nochmal getroffen. Gute Sache. Und der flüchtet war? Nee. Holt er sich einen neuen Dog? Nee. Lol! Der holt sich einfach einen neuen Dog. Ich raste aus. Was bist du denn für einer? Okay. Das passt. Das passt auch noch. Geht das jetzt ewig so weiter? Bis wir ihn erledigt haben? Holy shit. Wir haben den Böse gegeben. Ja, geiler Scheiß. Wie krass ist das denn bitte? Das wusste ich gar nicht, dass sie sich einen neuen Dog holen können. Aber wir hatten es auch noch nie. Dass der Hund drauf geht, aber der Shy Guy noch steht. Sehr interessante Kombination, muss man wirklich sagen. So, hier ist noch einer. Den erledigen wir auch noch. Und dann hätten wir auch hier jeden Gegner durch. So, Mario, zeig mir dein schönstes Bomben-Derby. Ich finde den Eiertanz ja auch geil. Ich würde den auch gerne nochmal trainieren, aber der Eiertanz ist halt nur gegen einen Gegner gut. Das bisschen Splash-Damage, was auf die anderen Gegner geht, ist halt, ja, useless. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Braucht man nicht. Und auch dass diese Sternattacke, die Luigi gelernt hat, die ist auch nur sinnvoll, wenn wir maximal zwei Gegner haben. Weil am Ende machen ja Mario und Luigi nochmal so einen Sprung. Und hier ist es so, wenn der erste Gegner drauf geht, ist der zweite Sprung dann auf den anderen Gegner. Das habt ihr mir in die Kommentare geschrieben. Na, aber auch, wie gesagt, wir können maximal zwei Gegner damit erledigen. Das ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei, wenn wir drei Gegner vor uns haben. Und die Attacke braucht auch keine Übung. Also ich glaube, die Sternattacke von Luigi, na, ich hab's im Trikathlon im zweiten Anlauf auf 100% geschafft. Beziehungsweise halt die 999 Punkte. Da werden wir das bisschen, was im Kampf auf uns zukommt, an Challenge, werden wir auch gemeistert bekommen. Okay. So, hier haben wir noch mal ein paar Robo-Koopas. Ich glaube, ich habe immer Robo-Bowsers gesagt. Das sind ja natürlich Robo-Koopas. Ich sollte natürlich schon auf die offiziellen Fachbegriffe achten. Das muss ich jetzt an der Stelle schon sagen. Und, nachdem es halt so viele einzelne Gegner sind, sollten wir jetzt auch hier eventuell nochmal die ein oder andere Bohne farmen können. Weil Bohnenfarmen wird empfohlen. Stimmt, ich kann die Bohnen auch noch einsetzen, nachdem ich jetzt alle habe. Bohnenfarmen wird natürlich vor allem in der Traumwelt empfohlen, weil man hier viele Gegner erledigen kann. So, zack. Let's go. Der sitzt. Komm, Bohnen raus. 4. Holy shit. Das ist so krass. Das ist so krass. Und was machst du jetzt? Ich kenne dein Angriffsmuster nicht. Okay, wir konnten ihn abwehren. Oh, das ist sogar gut. Weil eventuell kriege ich jetzt das Kein-Damage-Kriegen-Achievement von diesem Gegner. Das kann sogar sehr gut passieren. Jetzt schauen wir mal nach. Ja, ohne Schäden 58. Genau das habe ich gemeint. Weil der noch nie zum Angreifen kam, soweit ich weiß. Fresh. Ja, dann verteilen wir mal die Bohnen, Freunde. Da sollten wir nämlich noch ordentlich was im Petto haben. Nee, nicht Orden. Moment. Sammlung. Bohnen. Nein. Stopp. Zurück. Items. Bohnen. Da will ich hin. Yo. Okay.
Jeweils nochmal 4 KP für beide. Nochmal 2 BP für beide. Die Angriffsbohnen teile ich auf. Die Abwehrbohnen teilen wir auch auf. Tempo natürlich genauso. Alles gleichmäßig verteilen. Ich will beide ungefähr gleich strong haben. Oh, warum hat Luigi so viel Bart? Okay, dann gebe ich Mario 4 und Luigi nur eine. Wahrscheinlich wegen seinen... Seine Hose gibt ihm viele Bartpunkte. Irgendein Ausrüstungsgegenstand von ihm. Das müsste die Hose gewesen sein, die wir vor Bowsers Festung gekauft haben. Die müsste ihm hier sehr viel Power geben. So, ich schaue mich jetzt hier nochmal kurz um, bevor ich die Fähigkeit nutze. Aha, okay. Das wird eine rote Münz-Sammelmission. Quasi in der Schwerelosigkeit. Aha, ich kapiere. Wartet. So, Ich glaube, wenn wir das so machen, funktioniert das am besten. Wartet. Oder klappt das? Nein, das klappt nicht. Nicht geil. Okay, jetzt haben wir immerhin beide bekommen. Nein. Nein. Ja! Huh! Im letzten Moment, Friends. Im letzten Moment. Holy moly. Damit habe ich nicht mehr gerechnet. Juhu! Und damit ist die Tür offen. Und ich vermute mal sehr stark, dass mich diese Tür zum Traumfeuer führt. So, Feierabend wieder, Luigi. Genügend Schwerelosigkeit für heute. Nee, noch nicht. Nochmal 2 Gegner. Oh, kriege ich doch noch meine Herzaufladung auf meine Orden. Das wäre so sick. Und vor allem, gegen Stachis kämpfe ich gerne. Mit einer 3 Brüderpunkte Traumkugel sollte ich mit ein bisschen Glück vielleicht wieder 4 Bohnen bekommen. Noch kurze Konzentrationsphase, auch wenn die Traumkugel mittlerweile eigentlich schon Standard sein sollte, beziehungsweise Routine. Sollte man es ja doch nicht jetzt unbedingt, sag ich mal, Fehler heraufbeschwören. Yes! Rums! Rein da! Und da kommt... Oh, what? Nur eine Bohne und ich hab die einfach... Nee, zwei Bohnen. Und ich hab die einfach verfehlt. Willst du mich verarschen? Aua. Aber den Pilz nehme ich gerne mit. Das passt auch. Und das passt auch. Und 2 reichen immer, dann gehen sie drauf. Genau, aber da kommen immer noch neue, deswegen. Das ist ein bisschen uncool. Mhm. Den droppt er auch von oben. Den droppt er von unten. Genau. Wunderbar. Da kommen aber nochmal 2 neue Stachis. Wundersirup. Und die greifen mich jetzt natürlich auch noch an. Aber genau, das ist da, wo ich sie quasi so erwischen kann. Zack, wow. Ich habe sogar alle erwischt. Das war eigentlich gar nicht so geplant, wenn ich ehrlich bin. Weil die sich eigentlich so bewegt haben, wie ich es nicht auf dem Schirm hatte. Nee, die greifen mich jetzt an. Aua. Naja, nicht so schlimm. Ich mache nochmal eine Traumkugel. Ich meine, ja, ich glaube, ich könnte es auch mit dem Hammer machen. Aber Leute, 3 BP. Das ist wie, wenn ihr euch überlegt, ob ihr für 10 Cent wirklich tanken wollt. So. Ihr müsst ja zwar nicht tanken, aber der Sprit kostet 10 Cent. So fühlt sich das zumindest an. Es ist halt wirklich... Es kostet nichts mehr. Es ist einfach eine ganz normale Attacke, die du ohne Bedenken droppen kannst. Bam. Aber keine Bohnen nochmal auf unser Konto. Alles klar. Bevor wir zum feinen Boss gehen, schauen wir dann nochmal, ob sich irgendwas in unserem Bohnenlager, sag ich mal, angesammelt hat. Damit wir hier auch nichts falsch machen. Jetzt hat Luigi echt einen Erstangriff kassiert. Come on. Luigi. Das kannst du besser. My boy. Ich glaube wirklich, wir kriegen nochmal die Herzaufladung voll. Und vor allem, wir haben ja dann auch den Kopiereffekt unten, ne? Das heißt, aus einer KP-Aufladung werden dann direkt wieder 2. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Da lohnt sich dann doch nochmal, die ganzen einzelnen Gegner zu erledigen. Es macht so süchtig, in diesem Spiel gut zu sein und Sachen zu farmen. Das kann, glaube ich, jeder bestätigen, der selber gezockt hat. Yo! Yo! 8 Bohnen! 8! Das ist fast ein Level-Up! Oh, was geht jetzt ab? Was muss ich denn jetzt tun? Oh, das hat getroffen. Sehr schön. Interessantes Angriffsmuster. Also, das verstehe ich bis heute nicht. Was die als neue Gegner in Bowsers Schloss verloren haben. Was haben riesige Tanuki-Goombas in einem technischen Albtraumschloss verloren? Vor allem auch noch, also, ne, hier, Maxi-Tanuki-Goombas, so. Also, gefühlt so,
Hey, wir haben hier noch eine Gegnersorte übrig, die wir bisher noch nicht ins Spiel eingebaut haben. Wo können wir den verwenden? Also, wir sind jetzt eigentlich schon im Finale, aber bevor wir jetzt die Gegnersorte, sag ich mal, verkümmern lassen, bauen wir sie einfach ins Final Castle ein. Yay! Also, thematisch passen die halt gar nicht. So Robo-Koopas, ja klar, es ist Bowser's Schloss. Da hat er über seine Robos rumlaufen, die viel Damage machen. Ich meine, hier diese Antasma-Zauberer auch, dann diese Flammenroboter auch, Feuerbrüder auch, weil hier viel Lava unterwegs ist, aber Tanuki-Gumbas. Really? Maxi-Tanuki-Gumbas. So, hier. Wenn ich alle erwische, gehen die drauf? Yes, sehr schön. Da kommen noch mal ein paar ab. Man kriegt irgendwie, die droppen verhältnismäßig viele Abwehrbohnen, kann das sein? Das ist aber eine schöne Sache. Die kann ich alle Mario geben. Der kann die Defense gut gebrauchen. So, und diese Röhre bringt mich jetzt hoffentlich zum Feuer. So sieht's aus. Und das ist wieder die Luigi-Sion, die ich brauche, um den Flammenwerfer zu vernichten. Ich muss nur schauen, wie wir das am besten machen. Soll ich die hier schon verwenden? Also, wie komme ich da jetzt durch? Kann ich da vielleicht irgendwie... Ah, kann ich da... Ah, nein! I see, guys. Schaut mal da oben. Zack. Und dann können wir uns jetzt hier über das Feuer drüber hangeln. Mhm. Genau, ich glaube, hier kann ich mich jetzt einfach wieder droppen. Und dann da, glaube ich, die einfach zerschmettern, ne? Das sieht einfach aus... Das sieht einfach aus wie riesige Schornsteine von irgendeiner Fabrik oder so. Bam und Bäm! Und damit ist der Weg zum Final Boss offen. Insane, sage ich euch, Freunde. Insane. Geiler Scheiß. So und nicht anders wünsche ich mir das. Oh my God. Das ist so cool. Wir kommen wirklich zum Final Boss. Wir sind zwar... Wie gesagt, ich sag mal, also eigentlich, der Part ist ja schon so zur Hälfte alt und ich glaube, der Final Boss wird richtig lange dauern. Aber wir wissen ja auch noch nicht genau, was abgeht. Notfalls muss ich ihn euch splitten. Ich würde es ungern, aber wir gucken mal. Ich will jetzt auch über nichts urteilen, was ich noch nicht einschätzen kann. So, wir sind wieder back. Endlich können wir weiter. Los, uns rennt die Zeit weg. Ja, ein bisschen. Da gebe ich dir recht. So, kurz den Knopf aktivieren. Damit auch diesen Zaun senken und damit auch quasi Bowser's Castle komplett zugänglich und verfügbar machen. Und jetzt kommen wir hier diesen zentralen Weg nach oben. Da oben ist nochmal ein Speicherblock. Speicherblöcke sagen ihm immer, Bruder, jetzt geht hier gleich böse die Party ab. Pass lieber auf, was du tust. Deswegen pushe ich mich jetzt nochmal ganz kurz und heile mich, damit ich quasi auch diese ganzen... Pushes noch in meinem Speicherstand mit drin habe. Ja, komm, einfach alles auf Mario, oder? Was soll's? Luigi ist eh böse unterwegs. Ich pushe jetzt alles auf Mario. So wichtig ist das nicht. Gefühlt ist Luigi einfach viel stronger als Mario. Vielleicht, weil er bessere Ausrüstungsgegenstände hat. I don't know. So, und stopp. Heilen wollte ich mich noch. Und Brüderpunkte aufladen. Weil wer weiß, vielleicht werden wir instant in den Final Bossfight geworfen. Bam, bam. So, bei Mario müssen wir nochmal hier die BP pushen. Genau, und dann nehmen wir jetzt noch die Super-Sirupe. Machen die noch voll, genau. Dann geht es uns beiden auch richtig gut. Wir sind voll geheilt. Dann speichern wir uns das einmal ab. Wer weiß, was jetzt abgeht? 81.600 Münzen, yo. That is insane. Ich meine, theoretisch, wenn wir noch stärker sein wollten, könnten wir uns jetzt zum Schlummerstrand porten und in die Goldboutique gehen, aber... So, irgendwann ist auch gut. Die Musik ist sehr bedrohlich. Da! Das ist Bowser! Ah, er schläft. Antasma hat ja gesagt, dass er schlafen soll. Unglaublich, er schläft? Umso besser knöpfen wir ihn uns vor, solange er sich nicht wehren kann. Nein, kommt ihm nicht zu nahe. Seht ihr nicht das Ding unter seinem Kopf? Dieses eklige Kissen. Ist das etwa Antasma? Genau. Und ich fürchte... Vermutlich saugt er die Kraft von Bowsers Träumen auf, während Bowser noch schläft. Oh nein, er wandelt Bowsers Träume in Energie um. Genau, und dank dieser Energie pulsiert die Festung schon vor Leben. Diese rankenartigen Dinger leiten sie überall hin. Die Festung lebt? Stimmt, jetzt wo du es sagst, diese Dinger sind wirklich überall. Ist es auch kein Wunder, wenn sie für die Energieversorgung nötig sind. Sag nicht, dass wir jetzt einen Gigantokampf gegen die Festung machen.
Genau, diese Ranken gehen direkt von Antasma aus. Wenn Bowser aufwacht, lässt der Energiefluss sofort nach, aber... Aber was? Lass uns Bowser ganz einfach von Antasma trennen, jetzt! Du hast doch gesehen, was eben mit Luigi passiert ist. Diese Barriere unterbindet jeden direkten Angriff. Wir müssen selber in die Traumwelt ihn aufwecken, oder? Was, du meinst, wir müssen in Bowsers Traumwelt einbrechen? Und was machen wir dann, wenn wir in Bowsers Träumen sind? Auf die Fresse geben. Oh, verstehe, so weit hast du noch nicht gedacht, was? Doch, an der Idee ist was dran. Wir könnten das gleiche versuchen, was schon bei Muscolone funktioniert hat. Ich mache mich an diesen Ranken fest. Dann verbinde ich Luigis Traum mit dem von Bowser. Und mit etwas Glück holen wir Bowser so aus der Traumwelt zurück. Okay, jetzt verstehe ich, das könnte funktionieren. Sehr gut. Diese Ranken sind direkt mit Antasma verbunden, wenn ich mich daran befestige. Oh boy. Luigi. Jetzt bin ich gespannt, wie die abgefuckte Traumwelt von Bowser aussieht. Ich hoffe, ihre Träume haben sich wie erhofft verbunden. Tschüss. Okay, schaut mal unten auf Luigis Kopf, wie da die Ranken von Antasma noch um das Kissen drumherum sind. Nein, nein, Abbruch. Okay. Was geht hier ab? Ich schaue mal auf die Karte. Drei Wege. Ich brauche noch einen Lappengegner. Einen Lappengegner. Mario! Du verfolgst nicht sogar meine Träume? Typisch. Na gut, das ist so gewollt. Du wirst es wissen, ne? Oder was? Ich habe nicht aufgepasst. Wachse! Jo! Jetzt zerschmettere die beiden! Oh shit, Bowser weiß, dass er seine Traumwelt kontrollieren kann. Das ist nicht gut. Oh shit, das ist auch nicht gut. Vielleicht sollte ich erstmal im richtigen Moment hüpfen. Hüpfen, ne? Boah, im Hintergrund, wie die Lache immer auftaucht. Yo! Das ist scary! Das ist ultra scary. So. Wir gehen in die Röhre und damit sind wir safe. Ich brauche nur einen Schergen von ihm noch. Einen einzigen. Stopp, da werde ich verbrannt. Dann könnte ich meine Orden nochmal aufladen. Und dann auch wieder die passenden Orden anziehen. Okay, warte mal. Ich gehe hier auf den Ball. Und versuche den Flammenwerfer quasi kaputt zu machen, sobald er aufhört. Genau. Das geht nicht! Das ist nicht gut, jetzt kriege ich auf die Schnauze. Ja. Dann muss ich... Was muss ich denn hier machen? Moment mal. Ich brauche eine Stampfattacke. Ich glaube, ich brauche mit dem Turm eine Stampfattacke. Oh no. Wait a moment. Eins am anderen jetzt. Nicht hastig werden jetzt. Genau, Stampfattacke. Okay, das passt soweit. Turm kaputt machen. Weiter steppen. Ich muss immer die Karte im Blick haben. Okay, wir gehen jetzt quasi in eine Art Rundkurs. Und vielleicht connecten wir uns dann wieder mit dem unteren Teil oder so. Ja! Genau dich brauche ich. Genau dich brauche ich. Du bist meine Rettung, Mann. Oh, ich habe die Ordenaufladung schon gehabt. Das sehe ich jetzt erst. Okay, dann instant kopieren. Okay. Jetzt ist mein Gewissen wieder beruhigt. So, ich kämpfe jetzt viel mit der Traumkugel. Weil ich einfach irgendwie ungern nochmal viel verbrauchen würde, bevor wir jetzt zum Final Boss kommen. Aber Freunde, dann gibt's heute doch noch nicht den Final Boss Fight. I'm sorry. Aber dann wird es beim nächsten Mal umso epischer. Also wie gesagt, also ich bin sehr gespannt, wie sich der Bossfight aufteilt. Gigantokampf, Traumwelt, echte Welt, alles irgendwie miteinander crazy verbundene. Ich habe keinen Schimmer, was abgehen wird. So viele Geschenke. Oh, what? Ich darf nochmal angreifen? Hat der Dude vielleicht keinen Bock, allein zu kämpfen? Könnte ich verstehen. Ist ein bisschen frustrierend, wenn alle Freunde sich verziehen. Das ist sogar ein Tolltreffer. Dann kann ich jetzt nämlich wieder den Orden switchen. Und dann bin ich hier wieder unterwegs. So, Moment. Orden. Den hier muss ich auf diesen Wunderorden drehen. Genau. Das brauche ich. Dann war jetzt hier nochmal so ein Zauberer, ne? Genau. Ups. Da habe ich noch gar nicht nachgeschaut, wie die heißen. Das kann ich jetzt auch gleich nochmal schauen. Wartet. Oh, das sind jetzt ziemlich viele. Antasmakai. Okay. Antasmakai, klar, es ist, was für eine Wortschöpfung ist das? Einmal Antasma, aber was ist Makai? Magier? Makai. Oimakai, das war ein Fußballer. Kein Schimmer, weiß ich, ich habe keinen Schimmer, woher die Wortschöpfung des Namens kommt.
Aber es wird nicht reichen, die stehen zu weit auseinander, als dass ich alle erwische. Aber ich räume auf jeden Fall mal die hintere Reihe auf. Nehme dabei noch eine stabile Kraftbohne mit. So, und jetzt muss ich irgendwie den ausweichen. Genau, hier einfach den hier machen. Sehr schön. So, wenn ich einfach hin und her laufe, passiert halt legit nichts. Also es sind halt echte Pfeifen. Ich hoffe, dass das Springen reicht. Oh, what? Ich habe jetzt exzellent verkackt. Jetzt kriege ich auf die Fresse, ne? Ja, wollte gerade sagen, weil ich die Exzellent-Kleidung anhab. Wie kann ich denn bei einem Sprung das Exzellent verkacken? Das ist so das Simpelste überhaupt. Was habe ich getan? Ab und zu passiert das. Da ist man irgendwie nicht wachsam genug oder so. Und dann passiert genau so ein Müll. Aber ohne Schäden bestanden. Sehr cool. Gefällt mir. Jede Bonusaufgabe, die ich jetzt erfülle, muss ich dann später einmal weniger nachholen, so. Und hier ist nochmal mehr von den Antasmakais. Lol. Luigi steht jetzt da oben und ich habe unten auf die Fresse bekommen. Was ist denn jetzt passiert? Was ist da das für ein Ebenen-Switch? Oh, da ist wieder mein Lieblingsgegner. Komm. Die Brüderpunkte kosten eh nicht viel. Einfach zur Abwechslung hier ein bisschen. Droppen wir mal einen schönen Traumball. Ich finde es auch voll geil, wie Luigi seine Arme beim Starten der Attacke auch so rechtwinklig hält. Wie quasi der Traumball dann später auch sein wird. Mega, mega cooles Detail, was wahrscheinlich gar nicht so viel auffällt. Mir fällt es auch erst jetzt so richtig auf, bewusst. Aber es ist schon cool. Yeah. Bam. Ich krieg wahrscheinlich sogar nochmal ein Level up vom Final Boss. Kann das sein? Wenn es jetzt nochmal so, wenn es jetzt hier so weitergeht. Warum geht es hier jetzt so? Oh, Alter, diese Lache von ihm. Das ist so evil. Da ist ein Geheimkarton. Oh, irgendwie kriege ich hier keine richtigen Sprünge auf diesen Schrägen hin. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, dass ich hier vielleicht eine Traumkugel sein sollte. Also in der Oberwelt. Und mit dieser Traumkugel irgendwie alle Gegner vernichte, weil es fühlt sich an wie eine Murmelbahn. Also es fühlt sich wie eine Murmelbahn an, die wir gerade runterlaufen. Und wenn man so eine große Traumkugel ist, dann erledigt man ja jeden Gegner, über den man rüberrollt. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte das hier sein. Hab ich irgendwo eine Luigi-Vision verpasst oder so? So, tschüss an Tasmakais. Ihr seid absolute Pfeifen. Und mit dem großen Goomba. Yo, Alter. 4 Bartbohnen. What the hell? Ich feier das. Das ist so insane. So, was machst du jetzt? Ah, das wieder. Oh, nee. Ich habe mich echt treffen lassen. Oh, mein Gott, bin ich schlecht. Oh, mein Gott, bin ich wack. Ich habe mich von dem Maxi-Schweif-Goomba ernsthaft erwischen lassen. Das ist traurig. Oh lol, aber als Belohnung dafür droppt uns mal eine stabile Bartbohne. Ey, sag mal, ist es eigentlich möglich, wenn man irgendwie, keine Ahnung, den Bartwert auf maximal pusht, dass dann einfach jede Attacke ein Tolltreffer ist? Das wäre halt übel krass. Und einfach auch vollkommen overpowered. Ah, warte mal, jetzt haben wir sie schon umgedreht, okay. Ja, dann spare ich mir hier, mal den, die Traumkugel. Und mach das einfach mit den Sprüngen, weil ich bin ja doch jetzt ziemlich strong geworden. Und wenn die alle auf dem Rücken liegen. Sehr schön. Dann kann ich das eigentlich relativ fix so erledigen. Auch wenn ich nicht alle erwische. Also mit der Traumkugel wäre es immer noch schneller gewesen. Aber damit, wie gesagt, ich versuche ja auch ein bisschen Abwechslung hier reinzubekommen. Einer steht noch. You serious? Und wir kriegen ja nur noch Wunderpilze raus. Und wir kriegen so starke Items. Das ist schon heavy. Das ist schon krass. So normale Pilze, Superpilze oder so gar nicht mehr. Nur noch Wunderpilze. So das Beste vom Besten. So, wenn man die Items alle am Anfang des Spiels bekommen hätte, es wäre halt alles so easy. So, das Geld nehme ich mit. Das wird direkt in Angriffspunkte für Mario umgerechnet. So, und hier gibt es eine Luigi-Sion, okay. Kein Schimmer, was ich machen soll. Aber ich gehe mal in den Ball. Oh, okay. Muss ich die einfach kaputt prügeln? Ja. Genau das muss ich tun. Kommen da noch mehr? Oder war das jetzt nur eine? Ich glaube, das war nur einer. Moment, ich bleib aber mal in der Luigi-Sion. Ah, nee. Warte mal, komm ich hier hoch? Das sieht verdächtig aus. Nee, okay, hier ist sonst nichts mehr. Zum Glück taucht Bowser aktuell nicht mehr auf. Sonst, weil, wie gesagt, der taucht halt immer nur als ablenkende, fiese Grimasse im Hintergrund auf. Und das hat mich gerade wirklich abgelenkt. So, habe ich noch irgendeine Traumattacke, die ich gerne mal... Komm, wir setzen mal den Traum-Typhoon ein. Den werde ich wahrscheinlich im Final Boss Battle nämlich nicht einsetzen, weil der einfach nur Kacke ist. Aber da kann ich es immerhin... Nein! Jetzt nochmal nutzen. Vor allem, wie gesagt, wenn du ihn verkackst, so dann machst du gar kein Damage. Dann ist deine Runde einfach für den Arsch. Ey, wie willst du das sehen? Muss man ja den 3D-Effekt anmachen, dass man das irgendwie richtig sehen kann? Ich check's nicht. Egal.
Was soll's. So, er macht jetzt hier wieder Stuff. Alles klar. Oh lol, der landet sogar noch auf einem. Oh lol. Das wäre jetzt noch häufiger hin und her gegangen. I get it. Okay. Dann Orden-Effekt kopieren. Heilung mitnehmen. Meine Verteidigung wurde sogar gedroppt, ihr Schwein. Ich probiere es nochmal mit dem Traumtaifun. Das lasse ich, diese Niederlage lasse ich nicht auf mir sitzen. Nicht mit mir. Ich will so einen verkackten Traumtaifun jetzt hinbekommen. Nein, ich drück doch rechtzeitig. Ah! Mann, ey! Was wird denn das jetzt wieder für ein Angriffsmuster? Okay, yo, was? Also, wenn man safe spielen will, macht man einfach eine Traumkugel, aber... Was ist denn safe spielen so, ne? Ja, genau. Und jetzt aufpassen, jetzt kommt er nochmal. Ja, und jetzt ist er down, okay. Freunde? Lieber zu früh als zu spät jetzt. Ja, wie gesagt, nicht perfekt, aber... Jetzt kommt er eh aufs B-Spam an. Ist so ein Müll. Der sieht zwar episch aus, aber du kriegst halt nicht mehr Ansatz. Also, die erste Traumattacke, die du bekommst, ist stärker als die letzte Traumattacke, die du bekommst. Ich spiele so schlecht gerade. So machen wir jetzt hier Feierabend. Diesen Kampf streichen wir einfach aus unserer Erinnerung. Ne? Abgemacht? Danke. Das war ganz erbärmlich. Beim nächsten Mal geht's hier weiter, Friends. Danke fürs Zuschauen. Das war Mario und Luigi, Dream Team Bros. Für heute.